Platziere ich den mal wieder hin, vielleicht bringt das was. Oder auch nicht. Also ich meine, er richtet sich ja nicht mal aus. Was ist... Junge, die ganzen Batterieboxen, die sind einfach alle am Arsch, ne? Die machen ja alle nur Faxen. Ist doch absolut bescheuert. Die hier scheint zu funktionieren. Die hier auch. Der Ofen kaputt, oder? Er speichert keine Energie. Kann der die denn nicht ausgeben hier? Will er nicht. Okay, das ist schön. Das ist schön, dass hier nichts funktioniert. Aber jetzt wird sowieso Tag, so wie es aussieht. Normalerweise müssten ja dann die Solarzellen jetzt irgendwas bekommen hier, aber irgendwie auch nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Aufnahme pausieren und dann bin ich nächstes Mal wirklich nicht mehr alleine. Hoffe ich doch. Und wenn ich das doch bin, dann bin ich einfach nur ein Lügner. Mache ich mal noch das hier, das hier, das hier, das hier, alles da rein. Und dann noch Knochen. Und dann muss ich jetzt halt schauen, wie es weitergeht, weil das sieht ja hier absolut beschissen aus. Also ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das hier beheben soll. Ich werde es auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme sehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und zwar nicht mehr alleine. Bis gleich. Hallo? Und seit Ewigkeiten bin ich wieder am Aufnehmen. Und mein PC hängt wieder wie ein Knecht. Aber so wie es aussieht, haben sich die Batterien erholt. Entspannt, wollte ich eigentlich sagen. Aber Deutsch ist nicht so meine Stärke. Die waren ja letztens alle pink, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ich habe die pinken weggemacht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist eine Ewigkeit her, dass ich aufgenommen habe. Und hier rennen auch schon wieder die Knechte rum. Ich habe übrigens die Shader rausgemacht, weil ich gemerkt habe, dass das... Also eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, das Spiel läuft viel flüssiger, aber das wäre ja dann gelogen. Deshalb sage ich das nicht. Ja, die Frage ist, was machen wir denn heute? Lass uns auch im Tunnel wohnen. Genau, wir könnten eigentlich heute mit unserem versprochenen Gast, mit unserem versprochenen Mitwirkenden einen Tunnel bauen. Der ist nämlich jetzt doch dabei, weil ich das ja auch versprochen habe und man macht keine Versprechen, die man nicht hält. Also zumindest ich nicht. Keine halben Sachen. Keine halben Sachen und auch keine ganzen. Das ist eigentlich so perfekt mein Leben. Ja, wer bist du eigentlich überhaupt? Willst du dich vorstellen oder willst du anonym Nö. bleiben? Okay, dann. Mich kennt man nicht, mich hört man nicht, man sieht mich nicht. Vielleicht kennen manche die Stimme. Nicht. Zumindest, vielleicht kennen die Leute die Stimme, die mich durch dich kennen. War das jetzt richtig gedeutscht? Super. Perfekt. Also, wir sind heute zu zweit und jetzt wird nicht nur alleine dumme Scheiße gelabert, sondern zu zweit. Der Kollege sieht meinen Bildschirm, so wie wir es schon mal mit Mori X gemacht haben, aber das ist ja auch schon wieder gefühlt 10 Jahre her. Ist doch. Und ja, das ist tatsächlich, nee, das ist, warte mal, wir sind jetzt bei Folge 506, das heißt, er ist 440 Folgen her, das ist schon über ein Jahr, das ist echt krank. Ich war jetzt 440 Folgen alleine, das muss man sich mal überlegen. 440 Folgen einfach mit mir selber geredet. Das Kranker Scheiß. ist absolut krank. So. Du bist, so wie ich gehört habe, ein Profi, wenn es um Tunnelbauten geht.
Ah ja, ich bin ein Profi für lange Löcher. Genau, das habe ich mir schon gedacht, deshalb habe ich dich auch ins Boot geholt und zusammen werden wir dann untergehen. Genau, also wir haben hier den Langloch-Profi sozusagen, wenn man das so. Ja, Langlochprofi. genau. Und ich habe schon mir ein paar Gedanken drüber gemacht. So, komm, ich nehme mir mal was Vegetarisches raus, weil wir sind ja hier alle gut Ich habe bei. den Eisenbahntunnelbau vorschriftsmäßig Scheiß studiert. Genau, ich würde sagen, du hast die Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung studiert, komplett auswendig gelernt und tätowiert auf dem Rücken. Und deshalb bist du heute freiwillig. Also ich habe dich eigentlich dazu gezwungen, aber das müssen die Leute ja nicht wissen. Solange ich mein Geld dafür kriege. Ja, das vielleicht kriegst du dein Geld, vielleicht aber auch nicht. Ich muss ja hier selber gucken, wie ich über die Runden komme. So, jetzt. Mich runden. Mann, sind das schon. Das ist Minecraft, das ist alles eckig, Mann. Ja, das ist völlig normal. So, der Baum stört mich hier. Schon besser. Also, wir bauen heute, also was heißt wir bauen? Wahrscheinlich, wir machen eigentlich nicht so eine lange Aufnahme, aber du bist ja, glaube ich, nicht das letzte Mal dabei heute. Doch. Okay, dann wird es heute leider nichts mehr mit dem Tunnel. Dann werde ich das Let's Play auch hier Der mit. verschiebt sich um ein paar Jahre. Deshalb werde ich das Let's Play auch hier beenden. So, danke, dass ihr zugeschaut habt. Nee, natürlich nicht. Stuttgart 21. Genau, wir fangen heute an, Stuttgart 21 zu bauen. Und was wir auch noch machen, ist, wir werden niemals fertig damit. So. Ich würde sagen, bevor wir hier irgendwas machen, werde ich mal. Wie nennt man das denn, wenn man irgendwo hingeht und man schaut sich das Ganze erstmal an? Dass man weiß, was überhaupt hier. Streckenkunde. Genau, wir machen jetzt Streckenkunde, wo noch keine Strecke ist. Und dann am Ende. Jetzt muss ich aber mal überlegen, wo würde ich denn jetzt. Ich will ja, dass diese Eisenbahn, dieser Eisenbahntunnel genau unter meinem Haus hier ist am besten. Ich mag Züge. Ja, ich auch, aber die ganzen Leute hier, die müssen alle raus, weil ich brauche hier keine Weichenwärter oder Fahrdienstleiter oder Bremsprobenarbeiter oder Eisenbahnbetriebsleiter. Brauche ich alles hier nicht, weil das funktioniert ja alles automatisch. Das heißt, die werden hier alle gekündigt und dann fliegen sie auf die Straße. So, gut, dass wir das geklärt haben. Ich bin der Eisenbahnbetriebsleiter hier. Genau, also er ist jetzt der Eisenbahnbetriebsleiter, auch wenn die Leute nicht wissen, wie du heißt, aber das spielt ja keine Rolle, sagt man ja so schön. Mysterium. Es ist irgendwie krank, wie lange ich schon nicht mehr hier war. Das ist echt übel. Ich weiß nur, dass das hier nicht mehr funktioniert, oder? Weiß Hat noch ich nie denn? was funktioniert. Genau, ich wollte es gerade sagen. Was heißt hier, das funktioniert nicht mehr? Das hat ja noch nie funktioniert. Okay. Jetzt, ist die Frage, wie lang, wie breit, wie groß machen wir denn das ganze Scheißzeug eigentlich? Ja, muss halt ein Zug durchpassen, ne? Also ein Block einfach breit. Wir machen einfach einen 1x2-Tunnel. Also jetzt mal angenommen, so ist dann der Tunnel. Und dann kommen hier die Schienen hin und dann passt es. Dann ist es auch, Charlie Sheen. genau, da kommt Charlie Sheen hin und dann ist es auch. Gemütlich, wenn man da drin hockt, man hat auch überhaupt keine Platzangst. Das ist gut so. Nö. Ich werde jetzt mal einfach zu dem komischen Dorf fliegen, weil ich gern aufs Maul flieg. Pistor. Ich hoffe, das ist nicht allzu weit. 2,8 Kilometer, das ist, glaube ich, ganz okay für den Anfang. Ah ja. Da werden wir uns dann mal Gedanken machen, dass wir dort ein Bahnhofsgebäude oder so hinbauen, weil das dürfen wir ja. Also wir haben die Leute zwar nicht gefragt, aber wir dürfen das, weil das gehört automatisch uns, die Gegend hier. Dann fliegen wir da jetzt mal hin Definitiv. und zerstören Nein. einfach die Gegend von den Dingern. So. Und. Warum ich nicht alleine bin, ist ganz einfach, weil immer wenn ich alleine bin, Bist du alleine? merke ich eigentlich, wie wenig Freunde ich habe. Und das ist traurig. Das macht mich traurig. Ich habe auch meine Gefühle. Und deshalb am besten, ich hole mir jetzt kurz ein Taschentuch oder so, weil ich jetzt gleich wieder in Tränen ausbreche.
Bei der Eisenbahn gibt es keine Gefühle. Außer die Leute, die das dann halt vielleicht, sag ich mal, auf sexueller Ebene verbinden irgendwie. Aber zu denen zähle ich mich nicht. Ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst. Da gibt es halt dann Unterschiede. Es gibt ein bestimmtes Wort, was ich jetzt nicht erwähnen werde. Also eigentlich gibt es hier kein Blatt vor den Mund, außer es ist irgendwie das, was mir letztens passiert ist. Ich glaube in Folge 425 war das, wo hier ich auch einmal so ein bestimmtes Symbol in meiner Hand hatte mit Drittes Reich und so. Das war, wie auch immer sowas passieren konnte. Schlimmer als das kann es, glaube ich, nicht sein, oder? Gut, für manche bricht dann die Welt zusammen. Ja, ich hoffe mal, dass. Also, das ist halt das Gute, wenn du auf jedem Video null Aufrufe hast. Und dann kann das ja auch keiner melden. Sobald ne? du mich im Titel erwähnst, kriegst du ja auch. Also, wenn du keine Aufrufe hast, gibt es ja auch niemanden, der dich meldet wegen so einer Scheiße. Das ist halt der Vorteil. So, jetzt haben. Achso, ich habe gerade gedacht, das Spiel stürzt ab, weil das wäre ja dann schon mal ein guter Anfang. Ah ja. Der Tunnel soll halt nicht fertig werden, ne? Das ist eigentlich unser Hauptziel, dass der Tunnel nicht fertig wird. Das wird dann wahrscheinlich bis 1000 Folgen, bis 1000 Folge, bis Folge 1000 nicht fertig sein. Obwohl das eigentlich eine Arbeit von 10 Minuten ist, kann man sagen. Ich meine, eigentlich ist es ja nicht weit so. Also, klar, ich bin jetzt, weiß ja nicht, 3 Minuten geflogen. Ach du Scheiße, was ist denn das hier für ein Dorf? Da war ja der Riesenschlitz. Das ist sozusagen dann das ist die Vagina von Mutter Natur sozusagen. Ah ja, da machst du dann dein U-Bahnhof rein. So, und da sind schon die ersten Einwohner, also die Fahrgäste, die dann da mitfahren. Die fahren aber natürlich alle schwarz. Ah ja. So, wo könnte man den eigentlich hinbauen hier, den das Bahnhöfle? In den Schlitz, nein. In den Oder Schlitz. Da, wo diese Raycraft-Station ist, wo diese komische... Ach, hier, ne? Da liegen eh schon Gleise. Da liegen eh schon Gleise, das ist richtig. Ich wäre dafür, dass man dieses Häusle hier abreißt, weil das hat ja eh keine Funktion, finde ich. Also, glaube ich zumindest. Ah, da ist der Weichenwärter, von dem wir es vorhin hatten, aber der wird jetzt sowieso wahrscheinlich abgeschlachtet. Eigentlich könnte man das hier, also hier wo dieser Weg, ich hasse das bei diesen Dörfern, dass diese Wege immer so hässlich aussehen, dass das da kickt mein OCD wieder ordentlich rein. Ah ja. Also als erstes müsste man mal diesen Weg hier verschönern, weil das sieht absolut scheiße aus. Dann müsste man hier das Loch stopfen, da bist du ja der Profi davon, von Löcher stopfen, ne? Vielleicht auch nicht, aber... Kennst du dich auf jeden Fall aus? Es ist lang her, als ich hier gespielt habe, Mensch. Es ist komplett eine neue Welt für mich. Für mich ist es komplett neu. Eigentlich würde ich mich über Limestone freuen, aber ich freue mich gar nicht mehr über Limestone. Falsche Welt. Muss ja nicht hier irgendein Marktplatz. So, was willst du? Warte mal, wo ist denn mein leicht verzaubertes Schwert? So. Hat er sich jetzt verpisst oder was ist da los? Also, dann würde ich sagen, ich muss jetzt erstmal das Häusle hier abreißen. Dann werden die Knechte sich auch verpissen. Da muss ich großräumig absperren mit dicken, fetten Absperrzäunen und dann einfach ein paar Tage nicht mehr wiederkommen. Und dann, gut. Dann haben wir Stuttgart 21 ganz realistisch nachgebaut. Durchgespielt. So, habe ich denn eigentlich, genau, ich habe meinen Sack dabei, meinen Sack und da ist ein Haufen Scheiß drin, den ich gar nicht brauche. So, das Ding reiße ich, glaube ich, ab, wenn du nichts einzuwenden hast. Hau ich das Ding. So, fertig. Achso, das geht ja One-Hit. One-Hit-Wonder. Da ist ja Effizienz, nee, nicht, doch, da ist Effizienz 10 drauf. Wundert mich nicht. So, aber die Glasscheibe lasse ich mal, einfach als Erinnerung. Einfach weil geil. Danke für das Holz, Kollege. Kriegst du wieder zurück, nicht? Pflasterstein natürlich auch, weil... Ach, jetzt kommt der Kollege. Fahrgast. Oder sozusagen der Kontrolleur. Haben wir jetzt hier schnell mal umgeboxt.